kannst du mit dem anderen Bein so ein bisschen hebeln. Los! Ich dachte mir, oh nee, Höhe. So, ihr Lieben, wir wollen das jetzt noch ein bisschen toppen. Wir gehen nämlich jetzt klettern. Als ich den Felsen gesehen habe, dachte ich, huiuiui. Da müssen wir doch nicht wirklich hoch, oder? Laufen, laufen, laufen. Nicht annähernd sind wir fit dafür. Wir sammeln Spenden. Ich hoffe, dass wir so viele Kilometer zusammenbekommen, wie es nur geht. Egal, was euch dann am Finaltag erwartet, am Wettkampftag, ihr werdet vom Gewicht eben profitieren. Wisst ihr, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Stangen ist? Seht ihr das vielleicht auf den ersten Blick? Fällt euch jetzt was auf? Klein, etwas kleiner und zarter. Genau, etwas kleiner und zarter. Kürzer, das ist die Damenstange, das ist die Herrenstange. Wir müssen ja im Gewichtheben die Daumenklemme machen. Deswegen den Daumen erst einklemmen, Finger drüber und dann heben. Und deswegen, die Damen haben meistens kleinere Hände, kürzere Finger, deswegen auch eine schmalere Hantel. Hält aber auch nicht so viel aus, deswegen brauchen die Männer einfach eine größere Hantel. Bevor wir in die Hantel gehen, wäre mir mal wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wer kommt denn überhaupt in die tiefe Hocke von euch? Traut ihr euch das mal zu? Tja, und dann ist es so gekommen, wie das Schicksal es wollte. So, der Udo. Udo prescht vor. Guck mal. Der hat noch gute Knie. Der hat es geübt. Das ist nur Training. Also es war wirklich richtig toll, dass ich da so eine Eingebung hatte. Ich bin so steif, ich muss was tun. Ich muss auch was für meine Beweglichkeit tun. Ich muss was für meine Standfestigkeit tun. Fängst du an und machst jeden Tag Kniebeugeübungen, die ich dann bei mir täglich gemacht habe. Mich kurz anhalten, richtig in die Kniebeuge runter, Kniebeuge runtergehen, hier oben entlasten, hier langsam hoch, ohne Hände. So wie du es jetzt gemacht hast, aber möglichst mit den Augen gerade gucken. Ja. Den Punkt vorne suchen. Ja, genau. Sehr gut. Also das sieht aber sehr gut aus. Das war also für mich wie Olympische Spiele. Meine persönlichen, die habt ihr heute gestaltet. Ja. Schaust nach vorne, bleibst hier in Spannung. Ja? Du bist der Beste und bist der Stärkste. Das denkst du dabei. Genau, versuch dir. Genau, super. Schau her. Ja. Aber das ist schon mal entscheidend. Das ist auch eine Haltungsfrage. Selbstbewusst. Du kannst es. Nee, du kannst es. Ich fand es toll, dieses mentale Training, was er mit Lukas gemacht hat. Da geht mein Papaherz auf und dann sieht man seinen Sohn wachsen und einfach eine schöne Entwicklung hat er da genommen. Ja, sehr gut, Lukas, super. Jetzt bist du schon fast drüber. Siehst du, super. Noch mehr drauf sitzen. Ja. Hast du gesehen? Aber es hat nicht wehgetan, oder? Bleib gerade. Also das war richtig toll, wo ich gemerkt habe, ja, das ist eine gute Entscheidung gewesen, bei Run for You mit als Familie einzusteigen. Einfach dieses Dranbleiben. Die meiste Kraft hat ein Gewichtheber in den Beinen. Der Rücken dient zur Stabilisierung, aber die eigentliche Arbeit machen die Beine. Und deswegen ist es ganz entscheidend, am Körper zu heben. Und zwar die ganze Bewegung durch. Ich bin hier dran. Natürlich über die Kniescheibe muss ich kommen, aber hier, guck mal, bin ich am Oberschenkel. Hier muss man hier gucken, dass man eine gute Unterhose anhat, dass man sich nichts einzwickt. Aber hier einfach schön an der Hüfte vorbei, die Hüfte nach vorstrecken. Und dann kann ich mich wunderbar bis hier oben heben. Ich bin immer in der Linie. Ja, wenn ich jetzt das Gewicht hier so hebe und dann schlage ich so weg, dann wird die Hand plötzlich so nach hinten kommen und mich wird es nach hinten umhauen. Also es muss immer richtig schön im Schwerpunkt sein. Die Hängeübungen nehmen wir halt immer gerne irgendwie noch mit rein, um einfach Griffkraft zu trainieren. Eins, zwei. Und das Beine reinziehen ist natürlich nochmal ein Training für die Kormuskulatur, für den Bauch. Fünf, okay, gut, nicht aufgeben, das ist Quatsch. Acht. 9. Und dein Daumen, Maria. 10. Ich rutsche. Meine Hände sind rutschig. So, ich muss mal ganz kurz was sagen. Wir müssen was an eurer Einstellung ändern. Weil ihr drei nämlich eigentlich total sportlich seid und das eigentlich auch könnt und vorher immer sagt, das kann ich nicht und ich rutsche und sonst was. Weißt du, ihr seid ja auch immer ein cooles Team und ihr pusht euch ja gegenseitig, aber am Anfang seid ihr immer so ein bisschen am Zweifeln. Und das ist Quatsch, habt ihr nicht nötig. Los. Gut, weiter geht's. Das war eine positive Kritik. Ich kann nicht mehr. Doch. Hey, Emily, ich habe gerade was gesagt. Hast du mir zugehört? Wenn ich mich auf den Hindernislauf vorbereite, dann passiert genau das.
Ne? Ich tue mir weh, ich werde schmutzig, ich muss mal irgendwo dran greifen, wo es rutschig ist. Ich will eher die andere, ich muss sagen, das probiere ich jetzt, das mache ich jetzt. Und ich fordere mich einfach raus, also, dass man so die Challenge sucht, ne? Auch für sich selber. Die dritte Übung mit dem Drüberklettern war tatsächlich für mich dann so das Allerschwerste dann. Okay, ja, komm, 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 zieh. Bauchanspannung, so wie der Übung vor uns. Genau, hoch. Und jetzt kannst du mit dem anderen Bein so ein bisschen hebeln. Los! Ich dachte mir, oh nee, Höhe und dann noch irgendwie oben so komisch rumdrehen. Zum Glück bin ich dann irgendwie noch hochgekommen. Ich war dann selber total überrascht. Und dann, als ich unten war, dachte ich, puh, Gott sei Dank. Ich habe dann gedacht, die Höhenangstnummer wäre schon gelaufen für den Tag, aber da habe ich mich getäuscht. So, ihr Lieben. Okay, wir haben unseren ersten Teil jetzt erstmal geschafft. Wir wollen das jetzt noch ein bisschen toppen. Wir gehen nämlich jetzt klettern. Okay? Okay, gut. Ja. Als ich den Felsen gesehen habe, dachte ich, huiuiui, also das wird eine krasse Nummer. Da müssen wir doch nicht wirklich hoch, oder? Wir haben ja beim Klettern im MSV Bautz mit dabei gehabt, also die Kletterprofis. Und die kommen ja dort aus der Region, die kennen ihre Kletterfelsen. Und da war es halt auch wichtig, dass wir dort Leute da haben, die vor Ort fachkundig sind und uns einfach beim Klettern unterstützen. Im Hindernislauf gibt es einige Hindernisse, die relativ groß oder hoch sind, wenn ihr dann da oben drauf seid. Und neben der Höhenangst oder neben der Höhe, die ihr hier überwinden müsst, habt ihr auch noch ein gutes Griffkrafttraining. Okay? Mhm. So, und ich würde sagen, genau, Maria, dass du als Erste anfängst und mal vormachst. Los! Beißen, beißen, beißen! Los! Komm! Komm, Henry! Komm! Zieh nochmal, auch wenn die Beine schwer sind. Los, 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 los! Oh, nee! Besonders als Trainerin ist halt sehr anstrengend. Ich wach immer damit Muskelkater auf, werde ich auch morgen wieder haben. Und du trainierst uns, glaube ich, richtig hart und das ist gut so. Ich möchte mit euch jetzt eine schöne Balanceübung machen. Und ich traue es euch zu, dass ihr da drauf springen könnt. Probiert das mal und los. Ja, jawohl, ihr seid meine Helden. Sehr schön. Ich war total begeistert von euch. Die wenigsten können das. Es braucht eine gute Körpermitte. Die muss genau in der wirklich da sein, also der Körperschwerpunkt in der Mitte. Ich fand das faszinierend. Und vor allem, ihr könnt das alle drei. Das ist doch voll einfach. Nee, so einfach. Ich finde das voll einfach. Und hoch. Hüfte strecken. Nochmal. Also ich fand Kettlebell am anstrengendsten. Knie strecken, Henry. So, stellt mal kurz ab. Und beim Kettlebell konnte ich auch nicht mehr hochheben, weil ich hatte einfach keine Kraft mehr. Wie fühlst du dich, Henry? Gar nicht gut. Wie geht's Ihnen denn? Anstrengend, ich bekomme das Teil nicht mehr hoch. Warum? Keine Ahnung, Ich habe keine Kraft mehr. Was machen wir dagegen? Atmen. Und noch mehr? Trainieren? Ja. Jawohl. Ist das ein Deal? Ja. Gib her. Ich fand das Training mit Lysanne heute cool. Und los! Ich werde Muskelkater haben, kann man nicht ändern. Aber Lysanne bringt uns immer weiter. Ich merke, wie ich mich selber verbessere. Yeah! Yeah. Abstellen! Mein Team ist immer gut drauf. Es lässt sich jeder motivieren und keiner hat irgendwie Scheu, dem anderen auch mal zu sagen, jetzt komm, Finger ziehen und los. Ja, es ist halt so, wir sind halt irgendwie richtige Thüringer, ja, oder? Ja. Ja, mehr Style hat das. Ich hab gedacht, nachdem wir mit dem Kettlebells fertig waren und uns verabschieden haben, habe ich gedacht, das war's jetzt wirklich. Unsere Farben. Da habe ich mir gedacht, was? Die Arme hängen, die hängen, die machen nichts. Nur die Beine machen. Der Rücken stabilisiert, die Arme hängen. Die Hüfte kommen nach vor, die Zehen strecken sich und jetzt kommt die Schulter mit. Und die Arme machen das gar nicht. Mit der Armkraft hast du auch nicht 200 Kilo zu heben. Sondern durch die Beschleunigung mit den Schultern kommt es dann wieder oben. Ja?
Der nächste, wer möchte, dort oder dort, ist egal. So, und jetzt ist wichtig, ein Becken mit den Beinen heben. Jawohl, die Hüfte nach vor und dann nur Zehenstreckung und Schulterstreckung gleichzeitig. Jawohl, na, das ist schon zu viel. Jawohl. Ja, du kannst dich ein bisschen zur Hand bewegen, du musst jetzt nicht, alles gut, genau, alles gut. So, und jetzt hebst du richtig schön, genau, den Rücken hast du gespannt und jetzt hebst du richtig schön aus den Beinen am Körper entlang und streck dich. Super. Geh runter, am Körper, auch runter gehen am Körper, am Schienbein. Komm, das muss richtig am Schienbein kratzen. Jawohl. Arme hängen lassen, super, 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 super. Sehr gut, viel besser. Das gefällt mir. Also die Kunst ist ja wirklich beim Gewichtheben stark und beweglich zu sein. Wir müssen zuerst mal, wir brauchen Kraft, aber wir dürfen nicht vor lauter Kraft nicht mehr gehen können. Einfach dieses Körperspannung rein und dann richtig schön am Körper im Schwerpunkt, Masse am Körper halten. Ja, so leicht geht's gar nicht, gell? Man hört nämlich auf, hier fertig zu strecken. Und auch diese nette Art von Matthias, diese Korrekturen immer zu erfahren. So, ich mache ja nicht so die Strecksprünge, ne? Ich strecke mich wirklich aus den Zähnen und strecke alles. Und so funktioniert Gewichtheben. Gucken, anpassen und dann auch gleich wieder aufbauen. Ja? Toll. Also wirklich zuerst die Streckung und nach der Streckung fliegt die Hantel nach oben. Ja, das sieht gut aus. Super. Sehr gut. Sagt meine Herrschaften, sieht erschöpft aus. Ja. Der Trainingseinheit, so viel die Luft genug. Ja. Ich lade Sie ein zu einer Kunstfahrt. Habt ihr Luft? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind Sie noch mit Kräften unterwegs, damit Sie noch einsteigen können? Wow, cool. Einfach mal durch Weimar mit der Kutsche, das hat man ja nicht alle Tage. Ja. Es ist Gelüst von Romantik und Geist vergangener Tage unvergesslich zu machen. Das war richtig cool. Susanne hat so ein bisschen ihre Stadt gezeigt. Ja, das war cool, mal so ein paar Sehenswürdigkeiten in Weimar zu sehen. Ich fand es einen total gelungenen Trainingstag. Wirklich einfach, wir hatten alle gute Laune, wir sind schön durchgekommen. Wir hatten eine echt bombastische Kulisse. Run for you, Team Thüringen! Ich habe mich angeboten, als erstes da hochzugehen, weil ich irgendwie immer die Letzte sonst war bei allen Herausforderungen oder Challenges. Los, Maria! Du schaffst das. Und habe ich gedacht, diesmal probiere ich es mal zuerst. Guck mal runter. Ja. Oh Gott. Das ist echt krass. Das zieht ihr total. Ich komme nicht weiter vorwärts. Oh. Ich zitter echt am ganzen Körper. Mein Bein. Oh, scheiße. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Ich weiß nicht, wo ich meine Füße hinpacken soll. Ich habe gar keine Ahnung. Soll ich jetzt aufhören? Soll ich jetzt weitermachen? Komm, Maria, zieh dich alles immer, alle Kraft zusammensammeln, alles anspannen und richtig Power. Mach die Hände fest und drück dich mit den Beinen hoch. Komm. Genau. Super. Los. Ja. Komm. Bein mit dem Bein drücken und mit dem Arm ziehen. Versuch's. Nimm das rechte Bein mit und stütze dich irgendwo ab. Maria! Los, Maria! Komm, du schaffst das! Ich gebe mein Bestes. Das glauben wir. Wir sind da bei dem Klettern manchmal abgerutscht, weil es vorher natürlich geregnet hat. Demzufolge waren die Steine auch so ein bisschen nass und glitschig. Hast du super gemacht. Danke. Ich bin stolz auf dich. Oh, ich bin so K.O. Oh. Erstmal greifen, dann zum Schienbein hin. Armkörper entlang, locker, schön locker. Ja, sehr gut. Nochmal. Ja, hey, super. Alles gut. Einmal noch. Genau, dass die Arme schön hängen und nur aus den Beinen heben. Sehr gut, super. Jetzt lass wieder runter. Also für ihn wäre das echt super. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit, du musst jetzt kein Gewichtheber werden, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, so ein Langhandeltraining wäre für dich optimal. Weil du kannst es auch lernen und es täte dir richtig gut. Steht dir. Ja, also normalerweise stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt, aber ja, dafür war es eigentlich, hat sich schon gelohnt. Also war schön, mit Matthias da ein bisschen Lob einzusacken.
Also wenn ich es zusammenfasse, kann ich eigentlich nur sagen, ich kann auf ihn stolz sein. Auf meinen Enkel. Ja. Zack. Jetzt ist er noch größer als Papa. Und ich finde es gut. Also bin sehr stolz auf meinen Burschen. Und das Potenzial auch zu sehen. Ich meine, der fängt jetzt erst an. Nein, faszinierend, dass es kann. Also was wichtig zu sehen war hier, wir reden jetzt hier nur vom Gewichtheben. Aber schön ist, dass du Dinge sehr schnell umsetzen kannst. Also du hast da ganz tolle Fähigkeiten, eine hohe Auffassungsgabe. Ich weiß nicht, ob es dann nur daran liegt, ob dich etwas interessiert, ob du das immer kannst. Du bist auf jeden Fall in der Lage, wenn man dir etwas erklärt, dass du es relativ schnell umsetzen kannst. Ich glaube, Interesse spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ja. Aber es heißt noch nicht, dass man es kann und du kannst es. Ja? Ich sag dir was und es funktioniert. Das ist ein großes Plus auch fürs weitere Leben. Ja? Erwartungen wurden echt erfüllt, muss ich sagen. War ein sehr schöner Vormittag, war wie ein Geschenk, so einen Menschen kennenlernen zu dürfen, so ein Stückchen. Ja. Ich glaube, nach so einem tollen Training haben wir uns ein alkoholfreies Bier verdient, oder? Jo. Obwohl, ja. Hauptsache es schmeckt und vor allem es löschen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an dich, war echt cool. Tut schon weh, aber stark. Ey, das sieht schon so cool aus. Von unten. Oh ja, cool. Genau. Naja, es sah irgendwie von der Seite leicht aus, aber dann, wo ich es selbst ausprobiert habe, war es schwierig. Oh, oh. Emily, das hast du toll gemacht. Richtig cool, wirklich. Mein Problem war, ich konnte halt gar nicht reinkommen. Also man musste seinen Fuß immer so reinsetzen, seine Hand. Oh Gott. Es war richtig schwierig, Mann. Also ich bin so gerutscht. An die Wand. Stell die Füße an die Wand. Gut, das hält dich, keine Ahnung. Warte. Ich versuch die Beine mal anzuwinkeln. Ja, oh komm, mach die lang so, also abdrücken. Gut. Jo, genau so. Und laufen, langsam laufen, Ruth, langsam laufen, genau. In der Kletterhalle zu klettern, das ist das eine, aber mitten in der Natur und dann sich nur an den Steinen festzuhalten, die dort sind, das ist der Wahnsinn, haben wir noch nie gemacht. Oh, das war richtig anstrengend. Du warst so weit oben, das war so krass. Mit der Höhe ging es, also echt? Es ging. Das mit der Höhenangst hat sich tatsächlich noch nicht so ganz erledigt, die ist immer noch natürlich vorhanden. Der Tag heute hat mir auf jeden Fall geholfen, dass man sich einfach trauen sollte und dass man definitiv nicht aufgeben sollte, auch wenn es irgendwie total schwer erscheint. Ich finde, durch Run for You machen wir halt noch mehr Dinge zusammen und ich finde es auch total toll, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Sich gegenseitig zu motivieren, ist irgendwie für uns auch selbstverständlich, sonst kommen wir ja nicht weiter. Wir sind ja ein Team, das Team Sachsen. Ja. Wir waren am Truppenübungsplatz in Jena mit Henry und Udo. Ich bin gespannt, was wir heute machen. Ja, ich auch. Ich bin Gunnar. Hallo. Gut. Grüß euch. Henry. Schönen Tag, hallo. Ja, prima. Wir wollen heute uns ein bisschen um die Zackenschoten kümmern. Ich habe noch nie in meinem Leben was von Zackenschoten gehört. Also als wir zum ersten Mal an diesem Platz waren, dachte ich mir, das ist Raps. Das denken ganz viele Leute und deswegen kümmern sich die meisten auch nicht um diese Pflanze. Die ist nämlich invasiv, das heißt, die verdrängt andere Pflanzen und macht die kaputt und breitet sich ganz stark aus. Udo hat dann zu uns gesagt, hä, ihr wisst nicht, was Zackenschoten sind? Als ob man Zackenschoten unbedingt kennen muss. Für mich war es nicht unbekannt und wahrscheinlich war ich in der Runde mit dem Gunnar zusammen der Einzige, der darüber vorher Bescheid wusste. Wie ihr hier seht, wächst diese eine Pflanze, die Zackenschote, das ganze Gebiet hier zu.
Und wenn die abgeblüht ist, dann ist es danach so quasi eine Wüste. Da ist dann gar nichts mehr, weil keine andere Pflanzenart da mehr wächst. Und deswegen vernichten solche Pflanzen letztlich biologische Vielfalt. Also ich steche euch jetzt mal hier eine von den Pflanzen aus, damit ihr mal seht, warum das hier kein Raps ist. Denn der Raps, der hat niemals solche tiefen Wurzeln. Und ihr seht auch, das ist noch lange nicht das Ende der Pflanze, sondern die geht auch noch mal bis 30 oder 50 cm tief in den Boden. Der Raps ist nach einem Jahr weg, aber die Zackenschote kommt immer wieder, die Wurzel wird immer dicker und die bildet dann am Ende Riesenbestände aus, so wie hier, und nimmt die ganze Fläche ein. Aber man kann was dagegen machen, indem man sie eben mit diesem Gerät hier so schön ausstechen kann, ja, mit diesem Stechspaten. Dann kriegt man ein großes Stück Wurzel raus und dann ist sie erledigt und dann ist das Problem zumindest an der Stelle dann erstmal durch. Die erste Challenge war, wer mehr Zackenschoten gesammelt hat. Und die zweite Challenge war, wer die längste Wurzel hat. Und eine Stunde Zeit haben wir, aber nehmt es nicht zu ernst und verausgabt euch nicht. Jetzt ist 14.30 Uhr. Es gab verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Also die eine Methode war, sich einfach hinzuknien und dann einfach vielleicht auch mal mit dem Fuß dagegen drücken und dann einfach zu ziehen. Und die andere Möglichkeit war, man stellt sich einfach hin und macht das einfach rein und zieht das dann nach unten und dann holt man es einfach raus. Genau im richtigen Rhythmus. Man muss seinen Körper kennen, wie man das durchhält. Weder Anschlag arbeiten, noch zu langsam arbeiten. Der richtige Rhythmus macht es, dass man auch die Stunde durcharbeiten kann und nicht eine Pause machen muss. Ich bin so ein Ausdauermensch, der aus jeder Aufgabe eben für sich, für seinen Kopf, sich das zurechtlegt. Das machen wir so und so, das wird so und so gemacht. Und dann habe ich mir das selbst als ehrgeiziges Ziel gestellt. Ich beteilige mich am Wettbewerb mit der längsten Wurzel. Zum Durchgucken. Ich sehe dich. Udo macht es immer Spaß. Also ich weiß nicht, sobald Udo dabei ist, hat man viel bessere Laune. Der erzählt immer welche Witze, es ist voll cool. Ja, der Henry ist für mich so eine Art Enkelersatz in dem Moment. Und ich glaube, es kann eigentlich einem jungen Menschen nichts Besseres geben, als zu lachen. Schon alleine rein physiognomisch. Zwischen Lachen und Weinen beanspruche ich 5-mal mehr Muskelgruppen. Das Lachen ist wirklich auch eine sportliche Veranstaltung, wenn man das richtig macht. Okay, die Stunde ist vorbei. Ihr könnt mal alle wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen. Zieleinlauf. So, wie viele Stunden wollt ihr noch weitermachen? Noch eine. Ja, am allertollsten fand ich die Aussage vom Henry, dass der denkt, oh, ich könnte jetzt noch eine Stunde machen. So, dann habt ihr tolle Arbeit geleistet. So, wer von euch hat jetzt den größten Haufen? Was denkt ihr? Udo? Was denkt Udo? Ja. Stimmt zu? Jeder so, wie er kann, ne? Also, ja. Wollte ich gerade sagen. Mein Ziel war, weil das ja vorher erklärt wurde, so tief wie möglich das rauszuziehen. Ja. Und dem habe ich die Prämisse gesetzt, sonst wäre der Haufen vielleicht noch ein bisschen größer. Ja, das verstehe ich. Also Qualität vor Quantität, das ist auch gut. Auch ich habe da für mich einiges mitgenommen, auch dass die Wurzeln da wirklich bis zu 60 cm tief sein können. Und das habe ich mir dann gleich wieder als Aufgabe gestellt, als Ausdauermensch. Habe gesagt, jetzt möchte ich so tief wie möglich so eine Wurzel mal dann rausholen. Mal hier an der Basis anhalten. Ja, also ich würde sagen, Ruth und Udo sind ganz nah beieinander und Udo hat noch den kleinen Vorsprung hier mit dem inneren Stück Wurzel. Also Udo ist ganz knapp Sieger geworden. Es war mal was total Neues und wir machen auch was Gutes für das Herzensprojekt. Deswegen ist es ja auch mal gut, dass wir auch mal was anderes machen. Ja. Dankeschön. Ciao. Danke. Es war für mich ein Erlebnis und ich glaube, die beiden Kleinen, die haben da ganz schön auch an dem Tag dazugelernt. Ciao, ciao. Der Ausflug insgesamt hat Spaß gemacht und am Ende haben wir dann noch was Cooles gemacht. Da hatten wir One for You mit Zackenschoten gelegt.
Wir waren erst mal echt verwirrt, weil auf einmal kam da auch so Feuer. Das war sehr krass, weil es wirklich von einer auf die andere Sekunde über viele Meter hinweg sehr heiß wurde. Was haben die denn vor?